Hallo und herzlich willkommen hier wieder in World of Warcraft zurück im Vorgebirge des Hügellands, mitten zwischen den ganzen Seuchenschlammviechern, Blobviechern. Wir schauen jetzt mal, was das hier unten für eine Quest ist. Ach, sieh an, Orkus der Königsmörder kann nicht schwimmen, obwohl er hier eigentlich stehen könnte. Und Ehre. Gurgel, Hilfe, Gurgel. Okay, wir sollen jetzt Orkus retten. Er erklärt Orkus, dass er in seichtem Wasser steht. Was braucht ihr? Kraft. Wir erinnern uns zurück, hat er nicht die Untote noch gesagt? Vielleicht ertrinkt er ja. Akasha heißt sein Frostwurm. Ne, Frostwurm ist das doch nicht. Oder? Was ist das nochmal? Ich vertausche die beiden Viecher immer. Oh, und der scheint es gar nicht gut zu gehen. Lebt sie noch? Ein bisschen Leben hat sie ja noch. Blut und Donner. Okay, erfahrt etwas über das Sturmlanzentreffen von Orkus. Ich war gerade fertig damit, die Örtlichkeiten in den Docks zu nutzen, als... Eigentlich könnte ich das ja hier auch vorlesen. Das WoW hat ja nicht überall eine Sprachausgabe. Seht dort drüben, Linda. Was zum? Ihr steht nun Orkus dem Königsmörder gegenüber, Zwerg. Kascha, der Meister braucht dich. Genug der Herumspielerei. Gut, warum jetzt Kascha verwundet ist, so schwer, sehe ich trotzdem, haben wir jetzt trotzdem leider nicht gesehen. Und Level 24 sind wir. Was haben wir gelernt? Spurt. Hebt sämtliche bewegungseinschränkende Effekte auf und erhöht das Bewegungstempo in Katzengestalt 15 Sekunden lang um 70%. Acht Morastschnauzenkappen sollen wir sammeln. Was? Ich habe die Quest doch angenommen. Hallo? Ja, ich habe ein Disconnect. Ich unterbreche kurz die Aufnahme und dann geht es auch gleich schon weiter. So, und da bin ich schon wieder. Okay, also die Morastschnauzenkappen sollen wir sammeln. Ich mache jetzt aber, glaube ich, erstmal das hier weiter. Die Jägerin stärken. Was führt euch hierher? Genau, so eine hier. Und wie heißen die Viecher nochmal, die wir töten müssen? Blutfang. Verlassenen Jäger, genau. Da hinten sind welche. Ah, okay, Worgen sind es also.
Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder einen Disconnect. Ja. Das gibt es doch nicht. Was ist denn das hier? Kann ich noch nicht wirken. Tja, die Freuden, wenn man einen Let's Play bei einem Online-Spiel macht. Hallo? Hallo? Okay. So, und da bin ich auch wieder. Und ich bin direkt beim Einloggen hier mitten in den Kampf rein geworfen worden. Oh, das hat mich jetzt ganz schön Leben gekostet. Aber ich bin ja Heiler. Ja, deaktivieren. Jetzt komme ich kurz einmal in den Ladescreen. Den Pet-Tracker brauche ich gerade sowieso nicht. Ich bin außer Reichweite. Ich bin ganz Ohr. Okay. Oh, mit so viel Hilfe. Gibt er doch ganz schnell um, genau. Den konnten wir sogar auch noch für uns verbuchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch zählt, weil den ja die Waldläuferinnen hier schon ordentlich runtergeboxt hatten. Ach, die ist schon gestärkt. Genau, die hier ist noch nicht gestärkt. Ich schaue gerade. Ich sollte mal langsam Burg Schattenfang gehen. Also das sollte ich auf jeden Fall gleich mal machen, wenn ich die Quest hier fertig habe, sonst wird es einfach bald zu spät. Dann kann ich da, glaube ich, gar nicht mehr für anmelden nach einer gewissen Weile. Und ich möchte euch ja gerne alle Instanzen einmal zeigen. Eine Wilddornrose, die ich natürlich gerne wieder mitnehme. So, da oben hockt noch eine am Berg. Heilung. Also wird das definitiv eine Folge mit Überlänge, wenn ich gleich noch Burg Schattenfang mache. Aber egal. Vielleicht sollte ich auch dafür einfach jetzt gleich schon mal direkt anmelden. Ich bin ganz so, die stärke ich noch. Ich würde wenigstens jetzt noch die letzte Jägerin finden, um sie zu stärken. Dass ich das vor der Instanz noch beendet habe. Okay, genug sind hier auf jeden Fall noch. Und ich melde schon mal an für Burg Schattenfang. Diesmal lässt der Invite etwas auf sich warten. Was fehlt denn? Damage-Dealer und Tanks? Also komm. Damage-Dealer sind doch Massenware. Thank you.
dich schnappe ich mir auch noch. Oh, super, dass die Spinne den verlangsamt hat. Drei Stück brauchen wir noch von diesen Wurgenviechern. Auf der anderen Seite stehen bestimmt auch noch welche rum, so wie der da zum Beispiel. Da hinten leuchtet es auch noch rot, da ist noch jemand. Und hier sind auch noch wieder Blümchen zum Pflücken. Zwei Stücke sein, die pflückt mir jetzt jemand von der Nase weg. Da hinten ist nämlich eben jemand rumgelaufen. So, 15 von 15. Den Heiltrank, den lasse ich mal. Und hier noch eine Wilddornrose. Kräuterkunde jetzt schon auf 53, also langsam wird's doch was. Mensch, hallo. Herkulas andere Route. Und noch mehr Erfahrung. Was ist? Und hier haben wir weitere drei Quests abzugeben. Denkt grün. Sieg für Silber. Und dreckige Spuren haben wir auch fertig. Und hier habe ich nicht die Brust eingelegt? Nö, hatte ich noch nicht. Nehme ich dann die Hose? Ach, hier bin ich jetzt schon fertig mit den Quests. Jetzt habe ich nur noch das von Orkus. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Die Morastkappen. Die Morastschnauzenkappen sammeln, so rum. So, weiter hier den Weg lang. Das hier ziehe ich mir mal auf die Seite, meine Rare Mob anzeige. Und die geben eine Quest, wenn man die umhaut. Die haben auch hier dieses rote Ausrufezeichen drüber. Nehmen wir mal an, dass es doch dafür steht, dass die eine Quest geben. Eine Quest geben können zumindest. Jetzt lass mich doch, ich bin ja doch eigentlich nur zum Pilze sammeln unterwegs. Die mir übrigens auch alle als Blume angezeigt werden. Also ich weiß noch, früher gab es die Quest auch, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Vor Cataclysm gab es nämlich diese Story mit Kakboon, Johnny Imba und Orkus noch nicht. Das ist erst danach reingebracht worden. Ich kann das jetzt nicht plündern. Oh doch, das kannst du. Wir müssen Kascha retten. Schwing die Hufe, Knuffelmu. So, bin ich jetzt schneller hier durchs Wasser? Nee, ich glaube, über den Hügel bin ich schneller. Oh, Blümchen. Dafür ist dann doch noch Zeit. So,
Hier unten rum gehen wir jetzt todesmutig durch die Sädelflossen. Hier, wir haben die Pilze für euch gesammelt. Die Brust. Und schon wieder ein Level up. Und jetzt müssen wir Orkus, den Königsmörder, auf die Fegefeuerinsel begleiten. Zur Fegefeuerinsel Kascha. Reite wie der Donner. Knuffelmu, Orkus und Kascha sind zur Fegefeuerinsel geflogen. Und einmal im Sommercamp. Erinnert mich das jetzt mal irgendwie so daran, wie das immer da oben drüber steht? Da hinten, das scheint die Insel zu sein. Und hier wird's bedrohlich dunkel. Lallhall. Tötet 8 Zwerge der Sturmlanzen und 8 Blutfangwachen auf der Fegefeuerinsel. Vorwärts zum Sieg. Nichts leichter als das. Das kann doch jetzt nicht unbedingt so eine Schwierigkeit sein. Wow, der hält sogar mit meinem Tempo mit. Oh. Da der knallharte Ork tatsächlich ein Herz unter seiner schweren Rüstung. Natürlich nur übertragen gesprochen. Denn er trägt ja eigentlich Plattenrüstung. Gemeinsam schnetzeln wir uns jetzt hier heroisch den Berg hinauf. Und da haben wir endlich den Invite für die Instanz. Das dauert doch jetzt so lang. Ich bin jetzt schon knapp 15 Minuten in der Aufnahme. Das muss ich jetzt leider echt abbrechen. Das muss ich wirklich in die nächste Folge verschieben. Außerdem weiß ich nicht, ob ich hier jetzt so einfach das Ganze abbrechen kann. Das ist ja hier wie so eine... Ja... Ist ja doch irgendwie eine andere Szenerie, als wenn ich jetzt einfach nur irgendwo durch die Gegend renne und die Quest mache. Anscheinend müssen wir nochmal hier runter. Finde ich auch mal so, finde ich sehr lustig, die Kommentare, die der hier mal abgibt, wie er Varrok Saufang getroffen hat. Aber geht die Sprechblase jetzt auch mal langsam wieder? Ah, das ist echt so, man muss nur meckern, dann passt das schon. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Bin ich gespannt,
wie das hier gleich... Ich weiß nicht mehr genau, wie das hier ablief. Ich weiß nur... Nein, ich sag nichts. So, einen davon brauche ich noch. Okay, die gibt es nur im Doppelpack. Dann nehme ich sie eben im Doppelpack. Ist mir eigentlich auch wurscht. So. Orkus. Die Aufgabe haben wir erledigt. Okay. Stehlt die Schlachtpläne der Allianz und werdet Helden der Horde. Für die Horde! So, wir schrauben uns jetzt langsam mal den Berg hoch in der Spirale. Ist es nicht hier? Es wird doch hier angezeigt. Da geht's nicht weiter. Bin ich jetzt völlig deppert? Vielleicht irgendwo hier hinten? Ach, wo sind denn hier die Schlachtpläne? Hat er irgendwas dazu gesagt? Ach so. Das hättest du mir auch früher sagen können. Ich bin doch schon so weit, Orkus. Da sind die Schlachtpläne der Allianz. Was? Kascha bringt Knuffelmo hier raus. Denk nicht an mich, Kascha, los. Und was ist jetzt mit Orkus? Ah, gut. Wir holen ihn noch ab. Hierhin sollten sie uns nicht folgen. Natürlich, komm, Kascha, für dich zurück, Orkus. Du hast dich auch darum gekümmert, dass sie wieder gesund wird. Oh. Dann werd mal deine Bitte los, Orkus. Kümmert euch um Kascha. Orkus darf nicht sterben. Jetzt hat er doch endlich Herz bewiesen. Hier werden wir jetzt in Tarents Mühle abgeliefert. Kriegsfürst Chromos steht hier. Ja, das stimmt. Orkus ist ehrenvoll und voller Stolz gestorben. Von Lordaeron bis Kalimdor werden sie seinen Namen kennen und sie werden den gefallenen Champion der Horde in Ruhmesliedern
besingen. Wisst, dass was ihr tatet, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leben gerettet hat. Auch ihr seid ein wahrer Held der Horde, Knuffelmu. Wie heroisch da doch mein Name klingt in dem Zusammenhang. Ja, Kascha ist jetzt irgendwo, wo sie es sich gut gehen lassen kann. Orkus ist zwar nicht mehr unter uns, aber war definitiv nie vergessen. Und damit ein etwas trauriges Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, nächstes Mal geht es ein bisschen fröhlicher weiter. Lebt wohl. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.